Jo, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Hier mit Wittem am Start. In 2 Kilometer ausfahren, A45 Richtung Dortmund fahren. Really, nigga? Wir sind gerade auf dem Weg nach Köln zur Creator Community Party, jetzt am 12.12. Er begleitet mich, weil er, mit ihm habe ich eigentlich vor 3 Jahren angefangen. Nur es war ein Undercover-Kanal, wir waren maskiert, wir hatten verrückte Ideen, bis ich kurz davor war, im Krankenhaus zu liegen, weil er zu dumm war, mich richtig aufzunehmen, während ich von einem Auto angefahren wurde. Ich wurde von einem Auto angefangen, wo er drin saß. Wäre da die Qualität gut gewesen, ich glaube, das hätte erstmal schön Klicks gegeben. Aber egal, jetzt mache ich weiter als einfach Charlie und er begleitet mich als Begleitung. Ja. Also, das ist so eine Party, heute speziell für... Heute, YouTuber. Heute speziell für YouTuber zwischen... Nur YouTuber. Beruhig dich. Heute die Party speziell für YouTuber zwischen 1000 und 10.000 Abonnenten. Was ist das denn? Das ist eine Kamera. Was ist das denn für eine Kamera? Das ist eine Action-Cam. Das ist eine Action-Cam, das ist eine 5-Euro-Cam. Das ist eine 279-Euro Sony-Cam. Oh, das ist jetzt abbiegen. Also, wir sehen uns dann später. Peace. Peace. Guck mal, wollt ihr diese wunderschönen Sträume hier haben? Ja, klar. So, wir sind jetzt hier angekommen. Die Beleuchtung, ja, okay, es geht. Hier bekommen wir einmal Popcorn und einmal Cola. Das sind die Lux-Sträume für unsere besten YouTuber aus ganz Köln und Deutschland. Ey, Hammer, oder? 2 Stunden Weg hatten wir hinter uns. Ja, Mann, 2,5 sogar. Hier, halb Stunde wegen dem Verkehr. Verdammte Scheiße, aber läuft. Alles gut. Jetzt gehen wir in den Kinosaal und dann laufen verschiedene... Es hat ja jetzt schon angefangen, wir müssen jetzt rein. Ja, also Leute, so wir sehen uns. Genau. Bis gleich. Wir sind schon spät. Das ist für mich persönlich ein super schönes Ding. Dass man halt nicht limitiert ist, sondern wenn du eine Idee hast, kannst du die verwirklichen, wenn du eine kleine Kamera oder ein Handy, egal was hast, und dein Video machen kannst. Und das ist einfach ein super schönes Ding. Ja, es war einmal Reebok, es war einmal The Basement und das Antisocial Social Club. Das sind halt alles so Underground-Marken und wie gesagt, wir wollten mehrere Videos, mehrere Klamotten machen, weil wir halt auch Vlogs haben mit Sneakern und so Kram und ja, also das ist einfach nur just for fun. Ich habe auch keine Konzepte, man kann einfach so machen. So, ich habe jetzt alle Geschenke. Ich gehe jetzt mal mit dem Hütchen rum. Jetzt eine Nummer. Genau, das war fast jeder. Okay. So, hier gibt es auch dieses Schrottwischli. 34. Schrottwischli? Ja, das ist so Schrott oder was? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Ich habe die Nummer 18. Ja, ich habe Nummer 34. Mal gucken, was draus rauskommt. Ja, ich hoffe, dass vielleicht 10er oder so ein bisschen Schritt. Er freut sich, wenn es ein Dildo gibt. Really, nigga? Es geht tatsächlich im Restaurant weiter, falls ihr das gesehen habt. Und da haben wir einen abgesperrten Bereich. Ihr kriegt alle von mir noch so einen Coin. Den gebe ich euch beim Rausgehen und dann kriegt ihr ein Getränk noch im Restaurant. Wenn du mal ein bisschen Broadback mitmachen kannst, scheint auch irgendwas Französisches zu sein, oder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Para. Bei mir ist die 18. Komm, lass mal anfangen. Vielleicht ist dann Kanister mit Sprit. Bis ja. Ja, okay. Zeigen wir das vor. Fangen wir mal auf, ja, oder? Live dirty, feel clean. Kannst du da ist ein bisschen Pala drin? Vielleicht ein bisschen Benzin. Ein bisschen Benzinkanister drin. Ja, danke, dass er nicht mehr nach Hause kommt. Ach, was? Das sieht doch Pala aus. Nein. Das sieht doch scheiße. 33. Okay. Wenn das Geld kommt, guck mal, was er bekommt. So richtig schön. Wow. Machen wir auch Zeit drauf essen, oder? Willst du aufmachen? Nummer 8. Zwei! Nachdem man nicht zwei gekommen. Zeigst du?
irgendwie. Die 29. Die 29, da hinten. Also, mir fallen jetzt keine Schuhe, obwohl die. Nur Schnürsenkel? Geht, oder? Die 17. Ja, also für mich gab es Schnürsenkel. Einfach Schnürsenkel. So, komm. Jetzt schauen wir mal nach. Okay? 23. Schnürsenkel. 23. Also ich will es nur noch mal betonen. Schnürsenkel. Bist du bereit? Ich bin bereit. 20. Das sieht aber gut aus. 20. Wo ist der Sprit? Wo ist der Spanner? Sieht aber gut aus. Ja, gut. Nee. Doch. Nee. Doch. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 1. Ich wusste. Versteh. Wisst ihr, was das ist? Ja. Wir, Nummer 40. Ich hab zwar gesagt, er würde sich über einen Dildo freuen, aber das kann er sogar nicht. Die sind richtig hart. Schnürsenkel. Die 7. Für Schnürsenkel bin ich extra nach Köln gegangen. Und für ein paar. Nummer 3. Für ein paar weiche Schwänze, die er aber im Mund nimmt. Zusammen. Around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Charlie, was hast du bekommen? 14. Schnürsenkel. 14. Wofür bist du da reingekommen? Für Schnürsenkel. Auf jeden Fall keins bekommen. Wenn du mal du. Ich glaube, wir haben heute Abend beide versagt. Ich habe noch keine Nummer gefunden. Vorbei, das geht ist natürlich jetzt noch nicht vorbei. Aber ja, auf dem Creator Hub könnt ihr alle Events sehen, die in der nächsten Zeit kommen. Also youtube.com/YT. Ja, auch ins Restaurant. So heißt das, ne? Okay. Super. Hallo. Also ich wollte es nur noch mal betonen. Schnürsenkel. Meins fängt auch mit SCH. Und endet mit Wanz. Wenn ich Chucks hätte, könnte ich das ja verstehen. Aber ich habe keine Chucks. Warum dann Schnürsenkel? Ich hab schon. Vielleicht um dein Loch zu stopfen. Deine gierigen Löcher. Okay, jetzt geht's wohin? Ins Restaurant? Ins Restaurant. Wir haben auch ein cooles Freigetränk bekommen. Ach so, stimmt, ja. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal einlösen, weil... Die zwei sind vom Kanal Triple Plus mit einem P und ohne Leerzeichen. Jetzt gibt's ja rein. Wir haben auch einen Portier, der uns aufmacht. Genau, bitte. Cool. Also ich wollte es nur noch mal erwähnen, Schnürsenkel. Das ist cool. Ich habe jetzt auch eine Uncharted-Figur bekommen. Ich kenne das Spiel zwar nicht, aber die Figur sieht irgendwie nett aus. Also ja. Ich glaube, die stelle ich was mir... Was sagst du? Die stelle ich mir auch geil. Auf den Tisch auf jeden Fall. Und geöffnet. Yeah. Was bekomme ich? Schnürsenkel. Ich gebe live weiter ins Studio. So, wir sind jetzt zurück im Auto. Oh ja. Der Wirtin hat richtig Bock auf Schwanz. Deshalb schiebe ich ihn einem Schwanz in den Mund. So, beim Schrottwichteln hatte der Wirtin das Glück, dass er Schwänze hatte. Ich habe jetzt einen Schwanz in der Hand. So. Mach A. Zum Glück ist er keine Frau, der beißt alle Schwänze. Was haben Sie doch gesagt? Warte, beruhig dich. Lass mich doch! Lass mich doch mal den einen, das Menschen. Ich glaube, du verträgst mehr als nur einen Schwanz. Auf die Backe erstmal hauen. War das gerade ein Witz, hat du das Geburt?
Keine Ahnung. Wenn ich geblitzt wurde wegen dem Schwanz, dann mach ich nicht. Stell dir vor, du hast ein geblitztes Foto mit einem Schwanz im Mund. Gib doch mal Kölner Dom ein. Ohne Zähne. Komm, komm. Nimm ihn mal. Komm, nimm ihn. So weit haben wir fast schon. Street Prank. Wer geguckt hat? Magst du einen Schwanz haben? Was laberst du? Ich hab einen süßen Schwanz, magst du meinen haben? Jim! Das ist so! Der ist mir fast gegengefallen. Ich hab einen süßen Schwanz, willst du mal lutschen? Das ist es! Willst du einen Schwanz haben? Einfach nur nein, willst du einen Schwanz haben? Ein Schwänzchen? Einen leckeren Penis? Können wir überhaupt hier lang? Sieht schon ein bisschen gruselig aus. Also auf jeden Fall, das war der Tag bei der YouTuber Creator Academy Party. Ja, wir haben auf jeden Fall viele Einblicke gehabt in die Köpfe der anderen YouTuber, die auch so auf meinem Level sind, sage ich mal, 1000 bis 10.000 Abonnenten. Und war auf jeden Fall interessant. Ich denke, dass ich noch auf mehr solcher Events gehen werde. Auch hier mit meinem Kollegen am Start. Und jo, ich hoffe, ihr hattet auch mal so einen Einblick hinter die Kulissen der YouTuber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Peace.